Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow. Ein Schnäppchen jagt das nächste, eine halbe Stunde lang jagt hier ein Produkt, das nächste, wie ich gesagt habe. Und alles kostet nur 10 Euro. Sie können es bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Wir wissen nicht, was kommt, Sie wissen nicht, was kommt. Wir lassen uns überraschen von unseren Damen, Ralf. Ja, eins ist sicher, Schnäppchenjagd geht los, sobald wir diesen Buzzer drücken. Und da warten wir jetzt auch gar nicht mehr lang. Da ist der Buzzer, da sind Moni und Diana. Und jetzt bin ich gespannt. Und Ingo hat es gesagt, wenn Ihnen was gefällt, bitte immer Diana, ganz, ganz schnell sein. Dankeschön, wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Wenn das weg ist, gilt wieder der Normalpreis. Und wir beginnen mit einem aktuellen Produkt. Das ist ein medizinisches Infrarotthermometer für Ohr oder Stirn. Und die Luft kann man auch noch damit messen. Also ich glaube, als Kinder hätten wir alles dafür gegeben, wenn so Fieber gemessen werden würde. Und da steht 37,7. Hast du? Ja. Das ist sehr gut. Mach's mal bei mir. Und das ist das Schöne. Das kann man auch mit wirklich, du musst, glaube ich, ein bisschen näher auf 1-2 Zentimeter ran. Und jetzt 36,4. 36,2. Oh, 36,2. Man kann es auch für mehrere Personen verwenden. Mhm. Ganz einfach, weil man kontaktlos arbeitet. Das ist absolut hygienisch. Und was ich schön finde, selbst bei Kindern kann man, während sie schlafen, Fieber messen. Die werden das gar nicht spüren. Ja? Und wir haben auch eine kleine Ampel drin. Mhm. Also sollten Sie erhöhte Temperatur haben, ist das Display nicht mehr grün, sondern orange. Und bei Fieber wird es rot. Also gleich mal, man muss nicht mal die Zahlen lesen. 36,4 bin ich. An den Farben. Du bist ein Warmblut, aber das ist vollkommen okay. Ja, jetzt du? Hm? Das geht kontaktlos, man muss also nicht mal berühren. Infrarot ist die Technik, die das möglich macht hier. Und du weißt es, ich weiß es, wir alle wissen es, wo überall Fieberthermometer früher reingesteckt, zwischengesteckt wurden. Jetzt geht das alles kontaktlos. 35,7. Wie viel? 35,7. Ich bin cool. Wir sind alle im kühlen Bereich. Ich habe hier jede Menge Zuschriften. Und hier eine möchte ich vorlesen. Katja aus Witten schreibt uns, praktisch schnell zur Hand. Für eine Familie mit Kindern besonders, aber auch jetzt in der jetzigen Situation sehr hilfreich. Das stimmt mal, kontaktlos sollte man es machen. Fieber ist immer so etwas, ein Alarmzeichen, klar. Und ja, einmal am Tag kurz Fieber messen. Ich glaube, es gibt auch Firmen, die messen wirklich bei jedem Mitarbeiterfirmen hier natürlich die Temperatur. Und da kann man es mehrfach verwenden, weil es eben kontaktlos ist. Guckst du jetzt, ob du noch heißer wirst, Ingo? Heißer ein bisschen, schon bei 36,1. Ach, okay. So also, schnell geht das. Das war in deiner Nase. Nee, ein, zwei heißer. Zentimeter Abstand und dann hat man ein relevantes Ergebnis. Das ist übrigens nicht irgendein Fieberthermometer. Das ist ein Medizinprodukt der Klasse 2A, also medizinisch zugelassen. Und ich denke mal, in der Apotheke zahlst du für so Infrarot-Fieberthermometer 40, 50 Euro. Ich auch geschätzt. Ich höre gerade, unverbindliche Preisempfehlung liegt hier auch bei 40 Euro. Aber ich sage jetzt, also wir als Kinder hätten alles dafür gegeben, so Fieber gemessen zu bekommen. Ich möchte nicht erzählen, wo wir in alles Fieberthermometer stecken hatten. Ein kontaktloses Fieberthermometer. Wir schauen mal auf pearl.de. Da kostet es nämlich das Doppelte. 20 Euro heute bei uns in der 10-Euro-Show. Nur 10 Euro. Es lohnt sich hier. Und das können Sie auch bis zu 5-mal bestellen. Hier sehen wir das Ampelsystem. Also wenn es zu niedrig ist oder zu hoch, kriegen Sie eine Warnung. Und ist einfach total praktisch. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX8194 und die 569. Hier bitte besonders schnell sein, weil da bin ich mir recht sicher, dass es während der Sendung noch ausverkauft sein wird. Also unser Sonderkontingent, das wir für Sie, für diese Sendung haben. Aber es fängt schon wirklich perfekt an, wie ich finde. Das war ein Mega-Schnäppchen. Und da bin ich gespannt, wie wir das noch steigern wollen. Wir werden es versuchen. So. Und Katze Maus. Vielen Dank, Diana. Was ist da drin? Oh, schwer. Für die Größe sehr schwer. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt auch. Wow. Ich sehe zumindest mal die Hülle. Das ist wahrscheinlich ein Multifunktionswerkzeug. Das ist ein 5-in-1 Multitool-Taschenmesser mit 9-teiligem Bitset. Und das kommt in dieser Tasche. Dieses Bitset ist so praktisch, weil damit hat man dann einen Schraubenzieher für jede Schraube dabei. Und das alles in dieser kleinen Form. Also ich möchte.
Du hast absolut recht mit dem Bizet, aber ich möchte hier was ganz anderes sagen. Ich habe das einmal bisher gesehen. Und es ist das schönste Taschenmesser, das ich jemals gesehen habe. Ja? Also nur Taschenmesser, Vollmetall. Und schauen Sie sich mal diese Klinge an. Ja? Das sieht einfach schon mal toll aus, hiermit zu arbeiten. Aber du hast natürlich recht, Bizet habe ich schon gesehen. Und wir haben noch ganz andere Funktionen drin. Aber nur allein wegen diesem Messer würde ich das für 10 Euro kaufen. Und ein Taschenmesser, wenn man Auto unterwegs ist oder beim Camping oder beim Fischen oder beim Pilze suchen oder ähnlichem, sollte man immer in der Tasche haben. Hier natürlich, Klinge ist verriegelt. Hier haben wir so eine Sicherheitsschließe. Und jetzt bitte sag uns, was das noch alles kann. Sorry, dass also ich hier sind fünf Funktionen drin. Nee, das ist ja absolut richtig. Alles Taschenmesser mit Säge, Zange, Dosenöffner, Flaschenöffner, Vierkantaufnahme für das Bitset. Und die neuen Bits, da haben wir drei Sechskant, drei Schlitz, drei Kreuzschlitz. Alles dabei, was man braucht, wenn man nicht mal eben in den Werkzeugkeller laufen muss. Das findet auch Maria aus Bischofsheim. Benutze dieses Multitool auch gerne im Garten, denn man möchte ja nicht dauernd zum Geräteschuppen laufen oder eine schwere Tasche mit vielen Werkzeugen herumschleppen. Und kleinere Reparaturen fallen immer mal an. Und das ist eben der Punkt hier bei kleineren Reparaturen, das einfach in der Tasche stecken haben. Hast du die Zange eigentlich gefunden? Du hast jetzt halb offen gehabt, aber das finde ich hier phänomenal gemacht, dass hier eine Zange drin ist. Schauen Sie mal, ganz aufdrehen und jetzt haben wir hier eine Beißzange, beziehungsweise auch einen Seitenschneider oder Kneifzange. Das ist der Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin Fan von diesem Multitool und nochmal, es ist das schönste Taschenmesser, das ich jemals gesehen habe und die Gürteltasche ist auch noch mit dabei. Also Wahnsinn. Unglaublich praktisch. Das Taschenmesser hat die Bestellnummer NX7923569. Da kann man mal, gerade wenn man draußen ist, hier sich mal Feuerholz machen. Es ist einfach ein Werkzeugkoffer, den man in der Tasche dabei hat. Ganz, ganz einfach. Und natürlich hier mit diesen fünf Werkzeugen mit dem Bitset zusammen ist man immer bestens ausgestattet und auf viele Situationen vorbereitet, wo man dann eben nicht in den Werkzeugkeller muss oder in die Küche den Flaschenöffner holen. Hier ist alles dabei mit dem Messer. Die Zange ist genial. Die ist einfach richtig, richtig toll. Hier NX7923569 ist die Bestellnummer und nur 10 Euro, weil Sie in der 10-Euro-Show sind. Mittendrin, würde ich sagen. Machen wir weiter. Also zwei Highlights. Thermometer, Taschenmesser. Wow, wow. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Aber ich sehe schon, heute haben wir wieder eine ganz außergewöhnliche 10-Euro-Überraschungsshow. Dankeschön, Monika. Ihr wisst ja immer schon, was drin ist, ne? Ich finde das ja immer so überraschend, was hier drin ist. Mhm. Ist ein Wecker, würde ich sagen. Aber ein sehr schöner Wecker. Mit Licht. Mit Licht? Mhm. Ein sehr schöner Wecker, so in kleinem Format. Mit Snooze-Effekt. Snooze ist ganz wichtig. Snooze bedeutet, weck mich wieder in ein paar Minuten. So, und mit diesem Wecker, das möchte ich noch hinzufügen, ist das Verschlafen praktisch ausgeschlossen. Warum? Es ist eine Funkuhr mit Weckfunktion. Ah. Also diese Uhr geht immer genau auf die Sekunde richtig. Ach, demnächst übrigens, Ende März, werden ja wieder die Uhren umgestellt von der Normalzeit auf die Sommerzeit. Das macht so eine Uhr übrigens auch hier automatisch, wird mit einer Batterie betrieben. Hier hören wir den Weckton. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Pass mal auf, ich dreh mal her zu mir. Ich möchte das mal bestätigt wissen, was hier steht. Doch, hat recht. Also ich habe hier von Henrike aus Jößnitz als Tischuhrwecker besonders für Menschen mit Sehbehinderung geeignet. Super zu erkennen durch die Größe und Kontrast von Ziffernblatt zu Zeigern. Bestellt für eine 103-jährige Verwandte und sie ist voll zufrieden. Also das muss ich jetzt auch sagen, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber Funkwecker sind sowieso gut, kann man auch als Reisewecker mitnehmen. Habt ihr ja schon mal in einem Hotel einen Wecker gesehen? Ja, das ist meistens irgend so ein Radiowecker, wo man sieben Tasten hat, um da zwei Funktionen mitzumachen. Also ich habe noch keinen gesehen. Also normal muss die Rezeption anrufen und sagen, weckt mich dann. Das will ich aber Sie vergessen das immer so sehr, sehr oft. Das kann ich auch. Aber damit verpasst du nichts mehr. Aber auch für zu Hause. Fehler. Und es ist wirklich toll. Und du hast recht, Beleuchtung ist drin, Snooze-Taste ist drin, Weckfunktion. Ich dachte, ich bin unvergesslich. Ich bin ja so einer, ich wache immer fünf Minuten vor dem Wecker auf. Ja, ganz genau. Ich habe so eine tolle innere Uhr. Mein Bruder, der hat, glaube ich, fünfmal den Wecker aus dem Fenster geschmissen, bevor er endlich aufsteht. Also da gibt es ja verschiedene Typen. Aber dieser Wecker ist mit Sicherheit für jeden genau der richtige. Ja, vor allem jetzt gerade bei der Sommer-Winterzeit-Umstellung, also Sommer- und mitteleuropäische Zeit
umzustellen. Das vergisst man ja mal und dann schläft man einfach eine Stunde länger oder kürzer, wie das eben dann gemacht ist. Und damit hat man dann immer die exakte Uhrzeit, sehr, sehr wichtig. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, die NC3182 und die 569. Und hier sehen wir das nochmal, was gerade beschrieben wurde, dieses kontrastreiche, deutlich zu erkennende Ziffernblatt und vor allem eine verlässliche Uhrzeit. Das finde ich auch immer wichtig, ja, dass man eben über das Funksignal immer die genaue Uhrzeit hat. Da hat man übrigens auch keine Ausreden mehr. Oh, mein Wecker ging vor oder nach. Ja, ja. Nein, der wird richtig haben gehen. Haben wir alle schon gehört. Also, buzzern wir und machen weiter mit unserem nächsten Produkt. Okay, und das ist auch noch ein Preisalarm. Und das ist ein Produkt, was normalerweise viel hochpreisiger ist. Jetzt für Sie auf 10 Euro reduziert, aber was mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Ich weiß es. Nimm es mal kurz. Ich seh noch gar nichts. Oh doch, jetzt sehe ich es. Das ist ein USB-Hub oder Kartenleser. Eins von beiden oder beides. Es ist beides. Es ist sogar ein USB-3-Hub mit drei Ports und Multikartenleser für SD, Micro-SD und diese Multimedia-Karten, die auch noch viele alte Kameras haben. Damit können Sie die direkt lesen, auch wenn Ihr Computer keine Lesefunktion dafür hat. Aber allein schon ein USB-3-Hub mit drei extra Ports ist jeden Cent wert. Egal, ob Sie einen Laptop haben oder einen Desktop-Rechner, es gibt immer zu wenig USB-Ports oder Sie sind an der falschen Stelle, immer so hinterm Rechner. Hier ist damit eben Abhilfe geschaffen. USB-3 ist halt, damit haben Sie schnellere Datenübertragung. Gerade die neuen externen Festplatten haben alle USB-3 und da will man auch die schnellstmögliche Datenübertragung. Ja, und allein das wäre schon 10 Euro wert. Aber ich sehe hier auch noch was ganz Wichtiges. Laptops haben oftmals ein Kartenlesegerät, aber nur für SD-Karten. Mhm. Und jetzt hat man den Adapter verloren, hat eine Micro-SD-Karte. Hier haben wir auch den Micro-SD-Kartenleser. Und am Desktop-Rechner hast du oftmals überhaupt keinen Kartenleser. Ja. Das heißt, den haben wir hier und wir haben hier SD, aber auch Micro-SD. Das finde ich klasse. Und natürlich USB 3.0 auch noch blau gekennzeichnet. Hier ein Dreifach-Hub, also aus 1 macht 3. Aber ich finde das klasse, du. Für 10 Euro der Wahnsinn. Ja, und das geht für alle Betriebssysteme, egal ob Sie Windows haben oder einen Apple-Rechner oder sogar Linux steht hier. Das heißt, den kann man einfach reinstecken und dann funktioniert der. Das ist dieses Plug-and-Play. Wir sind ja inzwischen zum Glück so weit, dass man keine Treiber mehr installieren muss. Und hier können wir jetzt externe Geräte, ob das Festplatten, Mäuse oder Tastaturen oder Drucker sind, ganz einfach reinstecken. Oder, Ralf, es gibt ja auch viele Geräte, die inzwischen USB als Stromquelle benutzen. Ventilatoren, unsere LED-Streifen. Lichterketten, ja. Lichterketten, ganz genau. Die kann man hier eben auch mehrere an ein USB-Netzteil ranmachen. Du, wenn ich nur bedenke, wir haben ja dieser Kaffeewärmer zum Beispiel, der per USB betrieben wird. Da willst du den Kaffee warm halten oder Ventilatoren oder Luftreiniger. All das, oder Luftbefeuchter. All das ist ja heutzutage per USB. Da ist sowas natürlich perfekt. Auf pearl.de sehen wir mehr als doppelt so viel mit 21 Euro. Aber heute hier als Preisalarm in der 10-Euro-Show. Für 10 Euro. Denken Sie bitte dran, maximal ein Stück pro Besteller. Aber Ingo, du kennst dich da noch besser aus als ich, aber so ein Computerzubehör, da zahlst du normalerweise viel, viel mehr. Klar, 21 Euro haben wir gerade gesehen. Ja, ganz genau. Das ist der reguläre Preis. PX1916569 ist die Bestellnummer für unseren Preisalarm. Toller Preisalarm. Ja. Ich mag ja, wenn wir so Computer-Gadgets haben, Zubehör, in unserer 10-Euro-Show. Da kann sich wirklich jeder ausstatten mit und immer was finden hier bei uns in dieser Sendung. Oh, das ist was für mich. Das ist was für dich. Jetzt kommt was für die Damenwelt, okay. Nein, das ist Küchenwelt. Oh, das ist natürlich das ist auch was für mich. Oh, ich liebe die. Okay, für alle, aber ich liebe das. Guck mal. Wow. Die haben wir ganz selten in der 10-Euro-Show. Bitteschön. Das ist ein Schnitzel mit Parmesano und Aubergine. Also es ist und ein Profi-Gusseisen-Servierpfanne mit Untersetzer. Ja, also Gusseisen sehen wir hier. Und da kann man eben auch mal Aufläufe oder Ähnliches direkt aus dem Backofen oder vom Grill runter machen und direkt servieren. Hier würde ich Ihnen natürlich empfehlen, mehrfach zuzugreifen, weil man ist ja oftmals nicht alleine. Man ist nicht alleine und man ist nicht alleine. Ja. Aber hier, also ich kenne das. Also ich kenne es vor allem aus italienischen Restaurants, wo du in so Pfännchen was serviert bekommst. Warum soll man das nicht mal zu Hause machen? Alleine. Nee, es kommt vor allem kommen diese Pfännchen damit und das Unterlegbrettchen, dass man also auch den Tisch nicht, dass man den Tisch nicht verbrennt damit. Möchten Sie mit super mir praktisch. Essen? Es gibt ja diese Geräte, die werden brutzelnd serviert.
Das kann man hiermit machen. Man hat auch noch diesen Griff dabei. Das dann also suchst du gerade Freunde, die mit dir essen, Diana? Mhm. Weil ich möchte fünfmal das kaufen. Bis zu fünfmal davon. Ja. Bis zu fünfmal. Das ist kein Preis. Super. Sehr schön. Das für ganze Familie, für Gäste sieht fantastisch aus. Jetzt Grillzeit kommt, ja, das kannst du auch in der direkt ins Feuer tun. Ja, ne? Ja, super. Grill, Feuer, Backofen, was auch immer. Noch ein kleiner Tipp: Gusseisen. Man kennt das von Pfannen. Die macht man nicht in die Geschirrspülmaschine, sondern die reibt man einfach nur auf. Das gibt mit der Zeit eine natürliche Patina in dem Fall. Und dann geht es noch einfacher. Mhm. Carlo aus Schneverdingen schreibt uns: wollte für den Grill genau solche Pfannen haben. Sehr gut geeignet für kleine Sachen zum Anbraten oder eben auch für einzelne Portionspfännchen. Also, wenn Sie mehrere Personen sind, bis zu fünfmal dürfen Sie auch hier zugreifen. Und sowas hat man oder sieht man normalerweise eben nur im Restaurant und nicht zu Hause. Stimmt. Ja, das stimmt. Ein hochqualitätes Restaurant. Also normalerweise, das für mich, diesen, das muss schon sehr, sehr teuer sein. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Schaut mal dahin. Ja, die machen immer diese Küchensachen in der 10-Euro-Show abends um 7, wenn wir alle Hunger haben. Eieiei. Ah, das sieht doch super aus. Das Bild ist gerade seelische Grausamkeit. Ja. Ich sage Ihnen aber noch die Bestellnummer. Vielleicht kochen Sie es nach. Die NC 2900 und die 569. Und ich glaube, da wird jeder zufrieden sein. Und jetzt stell mal vor, Ingo, du hast Gäste und servierst das Essen in solchen gusseisernen Pfännchen. Sehr festlich. Boah, was habt ihr denn? Ja, das wird auch für Begeisterung sorgen. Dessen bin ich mir sicher. Machst du weiter? Wir machen weiter. Rufen unsere Damen mit dem nächsten Produkt. Wie gesagt, das ist die Überraschungsshow. Wir wissen nicht, was kommt. Nur die Damen wissen, was kommt. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, rufen Sie sofort an. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie brauchen nur einmal Versandkosten zu bezahlen. Wow. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben ein Funksteckdosen-Set. Und zwar drei einzelne Funksteckdosen, das finde ich auch immer ganz wichtig, weil es gibt ja natürlich diese geschalteten Leisten, aber die musst du immer, Geräte nur an einem Ort. Hier haben wir drei Orte im ganzen Raum und die kann ich mit Fernbedienung an- und ausschalten. Ist nicht nur sehr bequem, um zum Beispiel nicht schaltbare Geräte zu schalten, sondern kann Ihnen auch, gerade in der heutigen Zeit ist das ganz wichtig, viel Strom sparen. Also mein Stichwort wäre hier Standby-Strom. Ja. Und Ingo, du weißt, da wird ganz, ganz viel Geld, ganz, ganz viel Energie wird rausgehauen. Hier sehen wir, nach alten Kosten noch eine Berechnung für eine durchschnittliche Familie, was an Standby-Strom pro Jahr einfach verpulvert wird. 115 Euro. Mittlerweile, wenn wir eine neue Statistik machen würden, wären wir mit Sicherheit bei 200 Euro fast. Ja. Und gerade so Spielekonsolen, Fernseher, Stereoanlage, Drucker, Computer im Standby-Betrieb fressen die auch, wenn sie aus sind, viel Strom. Ja, und das sind Geräte, die müssen nicht im Standby sein, die können auch aus sein. Ob der Fernseher und Ihr Satellitenreceiver im Standby ist, wenn Sie ihn nicht benutzen, schalten Sie ihn aus, das spart Strom. Und dann brauchen Sie jetzt eben nicht an die Steckdose zu gehen und den Stecker rauszuziehen, sondern können das ganz bequem hier mit dieser Fernbedienung machen. Manche Lampen haben ja auch so Schalter, an die kommt man gar nicht richtig ran. Wenn man so eine Stehlampe hinterm Sofa hat, dann ist der Schalter irgendwo hinterm Sofa. Hiermit ganz einfach an- und auszustellen mit der Fernbedienung. Die hat übrigens eine Reichweite von 30 Metern. Da brauchst du ein großes Zimmer, dass es nicht mehr reichen würde. Ja? Also das, nein, ich glaube, so groß haben wir keine Zimmer. Also ich finde das sehr komfortabel. Und ich weiß, einzelne Funksteckdosen, die kosten normalerweise schon um die 9 bis 10 Euro. Hier haben wir das dreifach, also für 10 Euro ein Riesenschnäppchen. Ja, und Sie können, wie gesagt, bis zu fünfmal zuschlagen hier. Bei mir auch zu Hause. Ich habe den Fernseher, ich habe den Satellitenreceiver und ich habe eine Stereoanlage. Alles an einer Steckdose hängen. Die ziehe ich immer raus. Aber mit sowas ist das natürlich viel, viel praktischer. Einfach mit der Fernbedienung den kompletten Strom abmachen. Und dann haben wir keine Standby-Kosten, keine nach alten Kosten 115 Euro, sondern sparen richtig Geld. Die haben sich ruckzuck amortisiert. PX 2949 569 ist die Bestellnummer für das Dreier-Set von diesen Funksteckdosen. Und Sie bekommen die Fernbedienung noch mit dazu. Also komfortabler geht's nicht. Und man spart auch noch richtig, richtig Geld. Also und schön finde ich, dass du nicht alle drei Steckdosen am selben Ort verwenden musst, sondern du kannst sie wirklich im ganzen Raum verteilen, ob das Lichterketten sind oder hier eben Standby-Betrieb. Also richtig klasse mit diesen einzelnen Funksteckdosen. Der Wahnsinn. Und ich bin sicher, der Wahnsinn geht weiter. Ich drücke den Buzzer und mal schauen, was uns die Wahnsinnsmädels jetzt für ein Wahnsinnsprodukt bringen. Ach, bitte schön. Was hast du, Monika? Was hast du mitgebracht? Was hast du mitgebracht, Diana? Spielzeug! Spielzeug!
Mhm. Ingo, das ist deine Familie. Du kennst meine Familie nicht. So, jetzt pass mal auf. Das ist nicht nur ein wunderschöner Plüschaffe, das ist ein sprechender Plüschaffe. Hallo, ich möchte mit dir ein bisschen spielen. Sobald du ihn eingeschaltet hast. Ich will aber nicht mit dir spielen. Das ist ein Quatschmacher für Groß und Klein steht hier. Und der hat eine Eigendynamik. Sobald er eingeschaltet ist, nimmt er immer ein paar Sekunden auf, spricht das danach und nimmt aber sofort wieder die Umgebung auf. Und ich glaube, das ist wirklich richtig toll. Kann der auch richtig marschieren? Ja, ja, warte mal. Können wir das fünfmal bestellen? Die zwei sind ja süß. Und jetzt plappern sie sich gegenseitig alles nach, oder? Jetzt plappern sie sich alles gegenseitig nach. Also eine unglaubliche Dynamik und ein Highlight für Groß und Klein. Das steht auch hier los. Ihr Affe plappert alles nach und hüpft dazu fröhlich los. Damit haben sie alle Lacher auf ihrer Seite. Nicht nur im Kinderzimmer. Ich glaube, das, Ingo, das kann man wirklich sagen, das begeistert auch uns Erwachsene, oder? Ja, aber guck mal, auch wenn du zwei zusammen hast, dann schaukeln die sich ja richtig gegenseitig. Eine Eigendynamik. Und marschieren hier einfach durch die Gegend und erzählen dummes Zeug. Je nachdem. Also dummes Zeug ist jetzt übertrieben. Wir haben es ja vorher gesagt, was die sagen. Ja, eben. Das sind wir beide, du, klein. Ich find, in der Zeit braucht man doch immer mal wieder Gründe zum Lachen. Und diese Kerlchen, die bringen, glaube ich, viele zum Lachen. Und die machen gute Laune. Hier steht, er äfft alles nach. Also, was soll man mehr erwarten? Und zwar, die Aufnahmedauer ist immer so 6 Sekunden lang. Und dann läuft er los und plappert es nach. Es ist klasse. Und Günther sagt, sehr nettes Mitbringsel für die Enkelkinder. Ja, und ich glaube, nicht nur für die Enkelkinder. Das macht einfach Spaß. Ich liebe diese technischen Spielsachen, die wir so haben. Und der ist ja nun wirklich auch niedlich hier. Der kleine Plüschaffe. Und der tanzt und redet, was sie wollen hier. Ja, ich glaube, wenn du ihm vorsingst, dann singt er auch nach. Die Bestellnummer ist die PX2305. Mhm. Und die 569 für unseren kleinen Plüschaffen, der eigentlich ein Papagei werden wollte, weil er alles nachplappert. Ja? Also, sagen wir, unser Papagei-Affen. Ja? Aber ich finde, ach so, Spielzeug, ich finde das so herzlich. Und wer kleine Kinder hat oder mittelgroße, weiß, wie so solche Sachen ankommen. Die machen unglaublich viel Spaß. Kinder können sich da stundenlang damit beschäftigen. Ja? Und es macht auch uns Erwachsenen Spaß. Also so alt kann ich gar nicht werden, als dass ich dir nicht auch noch Spaß hätte. Ja, Sie haben gesehen, wie viel Spaß wir hier hatten, schon allein beim Vorführen. Es ist einfach toll, hier so einen Papagei-Affen, wie du gesagt hast, zu haben, der auch noch tanzt und vor sich hin wackelt. Dankeschön. Möchtest du noch mal auspacken? Sehr gerne. Grün ist die Hoffnung. Oh. Oh. Jetzt genau richtig. Das sind Gartenfackeln, ja, oder? Ja, das ist sehr schön. Da haben wir noch einen Stern. Oh, Erdspieß ist auch dabei. Jetzt habe ich hier, was haben wir jetzt? Ein Zweierset, oder? Zweierset LED Solargartenfackel mit Flammeneffekt und Akku. Die sind ungefähr 58 cm hoch und halt sehr, sehr elegant. Die haben, die sehen wirklich aus wie Fackeln, weil die halt so flackern dabei noch. Das ist der Wahnsinn. Und dann durch dieses Relief, was die außen dran haben, wirft das ganz interessante Schatten und Licht an die Wand. So, ganz tolle Fackeln. Wenn ich das jetzt sehe, so ein Zweierset für 10 Euro, Sie sehen stattliche Größe, Erdspieß ist dabei, wenn man den verwendet. Und das jetzt einfach irgendwo am Zaun entlang oder an der Terrassenbegrenzung. Gucken Sie sich an, das ist nicht einfach ein Licht. Das ist, als würde da eine brennende Fackel stehen. Also ich finde das phänomenal. Richtig schön, oder? Schauen Sie, das auf jeden ist Fall. Live bei uns im Studio hier. Wahnsinn. Oh, hier, guck mal, diese Ornamente noch. Wie das afrikanische Ornamente, oder? Ja, so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob asiatisch oder afrikanisch. Afrikanische aber, könnte afrikanisch sein. Aber wichtig ist, das Ganze braucht keine Batterie oder Strom. Hier oben ist ein großzügiges Solarpanel. Und was ich auch schön finde, ist dieser wirklich leicht zu findende Ein- und Ausschalter. Gucken Sie mal, selbst wenn Sie es mal dunkel haben wollen, kein Problem. Also man muss nicht lang nach einem Schalter suchen. Der ist sehr, sehr groß. Das muss ich ehrlich sagen, begeistert mich schon. Und es ist ein Zweierset, Ingo. Nochmal, nicht eine dieser Laternen, zwei, oder? Ganz genau, es ist ein Zweierset. Es ist natürlich spritzwassergeschützt, weil es für den Außenbereich natürlich auch gemacht ist. Mhm. Und Sie haben hier dann bis zu 8 Stunden Leuchtdauer. Das heißt, wenn es abends dunkel wird, gehen die an. Die haben sich tagsüber mit Licht aufgesogen und geben dann abends das Licht wieder ab. Sie brauchen keine Kabel zu verlegen, keine Batterien reinzutun. Die stecken sie einfach in die Erde und dann geht alles wie von selbst hier. Und wie gesagt, dieses Relief ist so schön, was die da draußen dran haben.
dass wir hier eben unser Zweierset für 10 Euro haben. Das finde ich unglaublich hier. NX6370569 ist die Bestellnummer. Können Sie auch bis zu 5-mal bestellen, dann haben Sie 10 dieser Fackeln. Das reicht also, um den Garten zu illuminieren und schön zu machen. Weißt du, ich habe jetzt gerade so eine Idee. Da kann man auch mit den Enkeln mal eine Fackelwanderung machen. Das haben wir als Kinder geliebt. Da gab es natürlich diese brennenden Fackeln, war immer so ein bisschen Risikofaktor. Ja. Hier, jedem eine Fackel in die Hand drücken. Hier gibt es keinen Risikofaktor. Ich glaube, der Spaß ist grenzenlos. Aber natürlich ist es ein Dekorationselement für den Garten oder für die Terrasse und sieht fantastisch aus. Sieht echt toll aus, weil es wirklich aussieht wie richtige Fackeln durch diesen Fackeleffekt. Wir machen weiter. Gerne. Du darfst gleich wieder buzzern. Und da kommt schon das nächste Produkt. Wir freuen uns auf... Bitte schön. Ein großes gelbes... Bitte schön. ...Box. Eine das ist auch sehr, sehr aktuell. Auch sehr aktuell, ganz genau. Es ist ein Trockendesinfizierer. Richtig, eine UV-Desinfektionsbox für kleine Sachen des täglichen Gebrauchs. Also hier steht es zum Beispiel... Smartphone, da ist schon ein Smartphone drin. Ingo, nicht randalieren. Gerne. Aber gerade ein Smartphone. Ich habe neulich erst einen Bericht gelesen, dass das Smartphone eigentlich der größte Keimüberträger ist, den man heutzutage hat. Weil du hast dein Smartphone überall mit dabei, selbst auf der Toilette. Und dann legt man es zur Seite, wäscht sich die Hände und nimmt es wieder in die Hand. Das heißt, man hat die ganzen Keime wieder an der Hand. Hier kannst du das problemlos mit UV-Licht reinigen. Aber das gilt auch für Brillen, für Schlüssel oder für USB-Sticks oder eben Dinge des täglichen Gebrauchs, die ich hiermit professionell und effektiv desinfizieren kann. Also man kann da elektrische Geräte reintun, weil hier eben kein Wasser drin ist. Das wird mit UV-Licht desinfiziert. Natürlich Smartphones, aber ich denke da auch an Computermäuse. Das ist so eine Sache, die sehr viel Schmutz immer dran hat, die nie sauber gemacht werden. Schlüssel, sowieso lauter kleine Sachen, Geld. Überhaupt Münzen, wer weiß, wo das überall schon gewesen ist. Hiermit macht man das also wirklich. Schmuck kann man natürlich auch damit machen. Absolut desinfizieren und keimfrei machen. Und das ist wichtig, weil man möchte keine Bakterien haben, schon gar nicht welche, die man vermeiden kann. Und hier hat man jetzt ein UV-Desinfektionsgerät, was eben diese kleinen Sachen alle für Sie desinfiziert. Ja, das Ganze ist mit USB betrieben. Ja, mit USB-Anschluss, also am Computer, an einem Netzteil, wo immer man das machen will, auch an einer Powerbank, flexibel einsetzbar. Aber hier steht, es beseitigt bis zu 99% aller Keime, Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Und das auf einfachste Art und Weise. Absolut chemiefrei und ganz, ganz wichtig, es ist auch eine automatische Sicherheitsabschaltung, wenn Sie den Deckel aufmachen. Sie wissen, UVC-Licht ist nicht für die Menschen oder für die Hand geeignet, aber für Gegenstände und die werden hier problemlos und schnell und effektiv desinfiziert. Ja, genau. Oder deine Ohr oder meine, guck mal, Ring. Richtig, ja, immer rein. Schmuck. Alles klar. Also Brillen, ja. Verkaufen. Fernbedienung vielleicht auch mal rein. Warum denn nicht? Deine Uhr zum Beispiel, ja. Ah, weißt du, Fernbedienung, Hotelfernbedienung. Oh ja. Hotelfernbedienungen sind ein Keimherd ohne Gleichen. Damit kann man das wirklich super desinfizieren. Natürlich ihre eigene auch. Aber in Hotels weiß man nun wirklich gar nicht, was mit der vorher gewesen ist. Dafür ist es natürlich super praktisch. Aber und gerade in dieser Zeit, wo unser Hygienebewusstsein allgemein gestiegen ist, ich glaube, ist das ganz, ganz wichtig, gehört in jeden Haushalt. Und für 10 Euro kann man sich das jetzt auch leisten. Eine UV-Desinfektionsbox für Dinge des täglichen Gebrauchs, also für Kleinigkeiten wie Smartphones, Fernbedienungen, für Schlüsselbund, Brillen, Schmuck und ähnliches. Die Bestellnummer ist die PX2488 und der 569 und der Preis natürlich 10 Euro. Ich frage mal an dich, wann hast du dein Smartphone das letzte Mal desinfiziert? Ja, schon ein bisschen länger her. Hast du es überhaupt schon mal gemacht? Ich glaube, ja. Hast du es schon mal desinfiziert? So, aber das war sie schon wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Also ran ans Telefon, holen Sie Ihr Lieblingsprodukt, ich hole mir jetzt den Affen. Viel Spaß.